It's a long story. Come closer, and I'll tell you. It all started yesterday. What a day that was. It's what I call a bad fur day. Willkommen zurück zu Conker's Bad Fur Day. Und wir sind immer noch im What a Mansion. Sind aber kurz davor, die Tür aufzumachen mit dem letzten Schlüssel. Und ja, und dann hauen wir ab hier aus dem Scheiß und lassen unsere Rich Ancestors alleine. Obwohl, wir haben hier von wegen Rich sind die gar nicht. Wir haben gar kein Geld bekommen. Ich habe nirgendwo einen Geldschein liegen sehen. Aber vielleicht kommt das noch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, weil ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Aber ja, das werden wir wohl herausfinden in der neuesten Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und jetzt haben wir hier bestimmt ganz gefahrlos, ganz easy den Schlüssel da raustragen, ne? Keine Zombies, nein. Guck mal hier. So, guck mal hier, ganz easy den Schlüssel. Ja, Bipifax. Finally. Oh yeah, I forgot about those guys. Yeah. Okay. Wir haben offensichtlich einen Plan, wie wir hier rauskommen. Conker hat da zum Fass-Typi geschaut. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wo kriegen wir denn jetzt Geld her? Rich Ancestors war hier die Rede von. Von wegen Rich Ancestors. Wir haben nichts bekommen. Nichts. Dann machen wir noch zum Abschied, machen wir noch den Wichser hier kaputt. So. Und dann gehen wir doch mal zum Fass-Typi. Mal gucken, was der so zu sagen hat. Oder hat gar nichts zu sagen, ne? Gut, das geht natürlich auch. Können wir die einfach platt rollen eigentlich? Oh ja. Voll geil. Hui. Yeah, Mann, gemeine Sau. Voll geil. Okay. Dann weg hier von diesem schlimmen Ort. Ich will gar nichts mehr. Ich glaube, wir wollen gar nichts mehr damit zu tun haben. Oh. Und jetzt wird es ein bisschen wackelig, glaube ich. Oh Gott, das wird bestimmt beim ersten Mal fehlschlagen. Ich weiß das. Ich weiß das. Oh nein! Oh Scheiße, wo rennt? Oh. Steuert denn da hin, wollte ich schon sagen. Oh, 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 oh! Sachte, sachte, sachte! Ah! Ah! Und schon sind wir wieder drin im Gebäude. Scheiße, ja. Okay, zweiter First Try. Und womöglich der letzte First Try. Für dieses Leben. Oder für diese Leben. Keine Ahnung, wie ich das noch anders beschreiben soll. So, wir schaffen es aber jetzt, ne? Ich weiß das. Oh, fuck it, Alter. Okay, ganz sachte jetzt. Ganz sachte! Ja, ja, ja. Nicht beschleunigen. Wir rollen da einfach. Nicht beschleunigen. Nicht beschleunigen. Komm schon, 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 komm schon. Ja, Mann! Woo! First try. Okay. Lololololo. Da können wir uns wenigstens nochmal das Schild anschauen, was ich vergessen hatte. Hier den Grabstein. Der hier fehlt mir nämlich noch. Den habe ich nämlich beim ersten Mal vergessen, mir anzuschauen. Gott sei Dank. Können wir das noch tun. Und zwar steht da Mrs. P-Stain. P-Stain. Hm, verstehe ich auch wieder nicht. Bin ich zu dumm? Und Mr. I.B. Floppy. Boah, vielleicht könnt ihr mich da wieder aufklären. Ich verstehe das nicht. Mrs. P-Stain. P-Stain. Hm, keine Ahnung. Bin ich irgendwie zu dumm für, das zu begreifen, diese Anspielung. Aber egal, wir müssen weiter. Wir müssen endlich raus hier. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir als nächstes hinkommen, ne? Da fällt mir nämlich gerade was ein. Ich weiß nämlich, für was wir dieses Fass noch gebrauchen können. Und ich werde es euch zeigen. Und zwar könnt ihr euch doch bestimmt... Oh, guck mal, der Craig ist weg. Könnt euch doch bestimmt an diesen, ich sag's jetzt mal, an diese Strömung erinnern. Und da sind wir nicht hochgekommen. Und jetzt mit dem Fass, ganz easy kommen wir da hoch.
Und was wird wohl dahinter sein? Die Frage, I don't know. Das gilt es jetzt herauszufinden. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Erstmal einen Schluck trinken. Oh! Oh! Ahnt ihr es schon, Leute? Ahnt ihr es schon? Spätestens jetzt? Wenn er den Gargoyle-Typen sieht. Oh yeah! Das erste Geld, was wir jemals gesehen haben in diesem Spiel. Und jetzt haben wir es. Oh yes, I want! Oh yes. Und damit haben wir dieses Geldbündel auch noch gefunden. Jetzt könntet ihr meinen, ja gut, das ist das erste Geldbündel, das wir gesehen haben. Und es ist das vielleicht das letzte, das wir bekommen werden. Das könnte auf ein Finale hindeuten. Ich möchte euch gar nicht zu viel verraten, aber es wird ein großartiger Bereich auf uns zukommen. Auf jeden Fall ist damit, ihr habt ja die Vermutung aufgestellt, dass Birdie eventuell in dem Fass drinne gewesen sein könnte. Aber Birdie ist ja noch hier und er schläft fröhlich, ne? Von daher. Was ich mir auch die Frage stelle ist, wir sind ja am Anfang hier aufgewacht, ne? Von unserem Rausch und so. Wie sind wir denn hier hingekommen? I guess we will never find out. Aber ist auch egal. Lol, guck mal, wenn wir hier... Ah, jetzt nicht. Aber eben hat er da so in die Kamera geschaut, der Konker. Während wir da von hinten gefährlich mit der Kamera ankamen. So, diesmal hier. First try, ne? Wie beim ersten Mal, als wir hier waren. Lalala. Und auch hier first try. Ganz easy. Ganz easy, naja. Und dann... Mal schauen, was jetzt kommt, weil eigentlich, wenn wir mal gedanklich alles Revue passieren lassen, haben wir eigentlich alles gesehen. Alle sichtbaren Bereiche, oder? Haben wir etwas vergessen? Mal schauen. Krieg. Möchten wir in den Krieg mit Conker? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass diese Stelle in Teilen frustrierend und in Teilen mega geil werden wird. Und ja, freut euch einfach drauf, Leute. Das wird geil. Und wo ist der Krieg? Genau hier, wo wir ganz am Anfang schon vermutet haben, hier muss es doch irgendwie weitergehen. Jetzt ist diese Tür offen. Sie brauchen uns für ihren Krieg. They want us. Und ja, ne? Ob wir da wirklich einzeichnen sollten? Wir gucken uns erstmal an, hier, was sie so zu sagen haben, ne? So, hallo. Na, alles klar hier? Okay. Das ist keine gute Idee während des Fliegens, glaube ich. Passend zur letzten GTA-Folge, Leute. Dang, boy! He sure is looking.
lucky bastards is what I've got. The truth is a trusty. Das könnte der Farbpinsel sein, oder Leute? That's good. Forward, nice line. Oh, there's only one of you. Right, sonny. We have a problem. 0830. Boat must arrive at said destination. There. 0825. Wait. Oh. Oh, wait. Oh, shit. Tell you what. That shit. You certainly look like a resourceful kind of guy. I don't care much for the attire, but let's see if you can redeem yourself. Here's the mission. You may accept it as you wish. One, clear the way. We have got to get our men out of here pronto. We just got a war to fight. Two, clear the way. Oh, that shit. What are you waiting for, sonny? Get that dang thing out of there. Right. See you in the boat. I don't know what I've been told. I don't know what I've been told. I don't know what I've been... Oh, f*** that shit. Eine Mission hat uns aufgetragen. Und zwar... Ich werde euch mal aufklären kurz. Da ist ein Boot. Und es muss da raus, wo das Flugzeug abgestürzt ist, was abgeschossen wurde von einem komisch aussehenden U-Boot. Fragezeichen. Und ja, das ist unsere Mission, Leute, ne? Ja. Hier haben wir natürlich wieder das Übliche, ne? Springende Kisten. No problem. Und ich muss kurz mal überlegen. Alter, was haben die denn hier für fette Kanonen? Geiler Scheiß. Gehen wir doch erstmal gucken, was hier oben los ist, glaube ich. Oder? Oh, Toilette. Oh, eine Toilette ist hier. Hammer geil. Na, ist besetzt? Ich glaube schon. You got a problem. Hi there, little fella. Are you the janitor? I don't suppose you have any, like toilet paper? No, I'm not the janitor. And could we please have this conversation somewhere else? I think I'm starting to gag. Oh, yeah. Ich glaube, wir wollen nichts mit der Toilette zu tun haben. And it's kind of like, oh, yeah, well, I've come out now. Okay. Komm mir bloß nicht zu nah mit deinem Dynamitfass. Oh. I seem to have this thing attached to my back. I can't see. Ach so, der weiß nicht mal, was es ist. Oh, you need more about that. Come on, let's go. I'm a little tired. Could you give me a hand? Just get around back there. You know, give me a hand. Well, okay. Okay. Ja, ihr werdet schon ahnen, diesen Typi werden wir brauchen. I'll be set here. Um das Schiff. Quatsch, um das Schiff, um das Flugzeug wegzubekommen. Aber, um euch mal vorher schon drüber aufzuklären, wenn wir den jetzt hier runterschieben würden, ne? Würde der hier das Rutschen anfangen. Und er würde rutschen und er würde rutschen und er würde rutschen. Und hier runterfallen. Das würde uns natürlich nicht helfen. Deswegen haben wir hier so eine Kiste, die... Ich bereite euch schon mal drauf vor, dass dieses Geräusch jetzt gleich ekelhaft wird. Wenn ihr hier so Fingernagel auf Tafeln nicht mögt, ne? Dann solltet ihr vielleicht weghören, keine Ahnung, aber das Geräusch ist eklig, da kann ich mich dran erinnern. Und naja, lass es uns versuchen. Habe ich euch zu viel gesagt? Ah, da zieht es einen doch alle Fußnägel hoch, oder wie sagt man da? Oh, das war zu weit, warte mal. Nee, Konga, hier so. So, das sollte passen. So, die Frage ist jetzt. Wo gehen wir denn da lang? Ja, ich weiß, was hier kommt, Leute. Deswegen bewege ich mich so vorsichtig. Ich will es euch nur mal zeigen, dass ihr es auch wisst. Oh ja, Krabbelminen. Denen wir ausweichen müssten, wenn wir den Dynamit-Tipi hier langschieben würden. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen vielleicht erstmal den anderen Weg, der...
wirkt jetzt leichter, ne? Zumindest sind alle Probleme, denen wir ausweichen müssen, sichtbar. Und ja, so werden wir es machen. So, hier runter bitte, Kumpel. Vorsichtig. Sehr nice. So, dann müssen wir hier weiter. Ja, genau. Schön, 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 schön. So, und weiter, und weiter, und weiter. Ah, nice. Die laufen immer noch mal so ein Stück weiter, deswegen müssen wir da aufpassen. Aber komm, das könnte passen. Das könnte passen. Yes. Easy Mode, Leute. Was kommt hier? Da muss ich erst mal gucken. Wir warten, glaube ich, mal lieber noch eine Runde. So, der dreht sich jetzt um. Und dann können wir los. Komm schon, komm schon, komm schon. Rumspringen die Kisten mit Munition drin. Kein Problem. So, jetzt kommt hier nochmal so ein scheiß Typi, ne? So eine Kiste, die runterfällt und wieder hochgezogen wird. Scheiße. Ich glaube, wir warten lieber noch eine Runde. Ja, wie gesagt, macht euch keine Gedanken darum, was, warum, was hier los ist. Alles bloß Mittel zum Zweck, um uns zu unterhalten, ne? Das ist das Allerwichtigste. Aber ich glaube, wir haben es schon jetzt geschafft, oder? Da dürfte jetzt eigentlich kein Hindernis mehr kommen. Ja. Machen wir so. Setz dich mal hin, Kumpel. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt sitzt er da und ja, wie bringen wir jetzt das Dynamit zum Explodieren? Können ja mal gucken. Hier im Wasser. Und. Oh fuck, ein Zitteraal. Und da unten seht ihr. Pass auf, ich zeig's euch mal. So kleine. Wie soll man das nennen? Rohre. Oder Ringe, die wir durchqueren können. Da ist auch ein Kabel. Die führen zu dieser Plattform über uns. Und ja. Au. Ihr werdet schon ahnen, was das bedeutet. Und ihr habt recht. Diese Dinge machen Strom für uns. Und was das dann, was das Ganze dann bewirkt, das werde ich euch dann am Ende zeigen, wenn wir alle Dinge mit Strom versorgt haben. Ja, ja, ich weiß. Komm schon hier, eins haben wir noch, glaube ich. Müsste das letzte sein. Zumindest das letzte, wo ein Kabel dran hängt. Ah, ja, da hast du einmal zu viel geschockt, wa? Und damit war's das mit dem Zitteraal. Aber wir haben wieder Strom. Und wir haben einen B-Button. Da könnt ihr mir glauben. Vielleicht war ich auch damals ein bisschen dumm, könnte sein. Könnte alles mit reinspielen, aber ich habe ein bisschen gebraucht, um herauszufinden, dass das so funktioniert. Ich meine, ich habe jetzt nicht stundenlang davor gesessen, ja, das will ich nicht sagen, um Gottes Willen. Aber so ein paar Minütchen hat es schon gedauert, bis ich gewusst habe, was ich jetzt machen sollte. Speziell auch mit den Dynamit-Typis und so, dass wir die Minen... Oh Gott, ey, mit den Minen. So, B-Button-Zeit, was ist denn da jetzt hier, was macht denn der? Okay, irgendeine Art von Kastanie wieder, ne? Oh, eine besondere Kastanie. Eine Kastanie, die irgendwie Feuer oder so, mit Feuer. Ja, das könnte treffen, oder? Oh yes. Tut mir leid, Kumpel. Aber du bist halt ein Mittel zum Zweck. Oh. Ja, das war Nummer Uno. Und jetzt gucken wir doch mal, vielleicht ist da schon wieder einer am Scheißen oder was. Aber vorher holen wir uns erstmal Schokolade. Und gut wäre es eigentlich auch zu wissen, wo die Krabbelminen sind, bevor wir den Weg gehen, ne? Deswegen werden wir das mal eben auskundschaften, weil das kann ich mir unmöglich gemerkt haben. Das könnt ihr euch ja denken. So, da. Also müssen wir hier nach rechts. Rechts, rechts, rechts. Okay, langer Weg, nichts. Immer auf der rechten Seite bleiben. Okay, hier müssen wir nach links, bei dem Schokoladestück. Nach links. Bei der Leiter.
macht euch keine Illusionen, die kommen wieder. Also, ja. Bei der Leiter nach links. Okay, links bleiben, links, links. Dann, das wird eng hier, glaube ich. Also nach der Leiter dann irgendwann rechts, links wieder. Dann die ganze Weile links, 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 links. Dann müssen wir hier rechts. Oh Gott, das merke ich mir eh nie. Müssen wir einfach ganz vorsichtig sein, Leute. Und dann hätten wir es geschafft. Okay, alles klar. Au! Lol, gleich runtergeschmissen. Übertreibt's halt nicht. Okay, also bei der Leiter müssen wir dann nach rechts, ne? Das ist noch richtig im Kopf. Oh, das habe ich mir jetzt null gemerkt. Bei dem Schokoladenstück, bei dem ersten Schokoladenstück nach links. Okay. Ja, wir müssen es versuchen. Eine andere Wahl haben wir eh nicht. Und die Bienen machen direkt 2 Schaden, ne? Und könnt ihr euch natürlich vorstellen, machen natürlich dann auch den Dynamit-Typen kaputt, ne? Deswegen gilt es, das zu verhindern. Oder zu vermeiden. Ich muss mal einen Schluck trinken auf die Sauerei hier. Well, another one. Hi. What do you mean? I don't suppose... Yeah, I know. Toilet paper. Come on, out. Another one, hey? What do you mean, another one? Natürlich eine Anspielung auf ganze Spiele, ne? Für, werdet ihr vielleicht schon denken. Eine Anspielung auf Spiele, dass wenn irgendwie was nicht funktioniert, dann, dass irgendwas halt respawnt. Und das ist halt hier der respawnende Dynamit-Tipi. Und... finde ich ziemlich geil, dass ihr da... Ist natürlich sehr subtil, wenn man da nicht drüber nachdenkt, merkt man das nicht, dass das eine Anspielung darauf ist, aber... Es ist eine. So. Aufstehen, Kumpel. Wir müssen jetzt eine ganze Weile laufen. An der Wand entlang und dann beim Schokoladenstück nach links. Und dann habe ich schon wieder vergessen. Eine ganze Weile links und dann... Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt müsste gleich hier irgendwo die Leiter kommen. Die Leiter kommen. Genau, Leiter müssen wir nach links. So, und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr den Weg. Das ist mein Problem an der ganzen Sache. Da müssen wir mal kurz schauen. Okay, links. Oh, das wird eng. Okay, bei dem Anker müssen wir nach rechts. Bei dem Anker da unten. Seht ihr ja, da ist ein Anker auf der Wand. An der Wand befestigt. Dann müssen wir hier... So. So, hier wartest du mal ganz kurz, Kumpel. Wir gucken mal ganz kurz, wo noch mehr Gefahr lauert. Okay, rechts, 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 rechts. Okay, okay, okay. Oh! Und dann... Bei dem Anker müssen wir dann... Also nach der Lampe, bei dem Anker müssen wir dann nach links, auf die linke Spur. Okay. So, dann mal weiter, Kumpel. Müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Wo ist denn der Anker? Der müsste ja jetzt gleich... da ist er, der Anker. Jetzt müssen wir hier nach links... nicht so weit. Muss mal kurz gucken, wo es weitergeht. Ja, genau. Wir müssen nämlich hier direkt wieder auf die rechte Spur. So, easy. Könnt ihr euch vorstellen, beim ersten Mal habe ich mich da auch übelst angestellt. Und den zu weit geschoben oder zu... Ah, guck mal, wir sind schon am Ende. Oder nicht weit genug. Und dann ist der halt schon da reingelatscht in die Minen. Und dann... Ach, scheiße. Aber eigentlich ist es ganz einfach, seht ihr ja. I'll get fit here. Ja, mach das mal, alter Kumpel. Wir gehen derweil mal. Komm gleich wieder, ne? Wir kommen gleich wieder, Kumpel. Lass dich nicht im Stich. Und dann gilt es überhaupt noch die Frage zu stellen, was kriege ich denn dafür, wenn ich in den Krieg gehe? Eigentlich will ich gar nicht in den Krieg. Na, gucken, müssen wir dann vielleicht noch ein Angebot aushandeln oder so, keine Ahnung. So, vielleicht First Try hier, pass mal auf. So, und First Try. Ah! Mit Ankündigung. Ja, damit block
blockiert das Ding auch nicht mehr. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ach, guck mal, da unten ist er schon. Okay. Haben wir eigentlich jetzt volles Leben? Müssen wir mal kurz kontrollaten. Yes, we have. Und jetzt beginnt. Egal, was jetzt passiert. Es beginnt der schwierigste Bereich in diesem Spiel. Wenn ich mich recht entsinne. What's going on there? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Naja, lass uns überraschen. Erstmal gucken, wie wir. Ich will eigentlich gar nicht in den Krieg. Okay, I've done what you asked. Well done, soldier. What the hell's that? Okay, war wohl doch nicht so freiwillig. Bereitet auf die beste Szene im ganzen Spiel vor. Oder? Na, die, sagen wir die zweitbeste. Ow. Somebody hit me on the head. Huh. Where am I? What's this doing on my head? Okay. Oh, hi guys. Would somebody mind telling me what's going on here? Okay, 30 seconds. Nice knowing you guys. Ich versuch's, Conker! Weg hier! Weg hier, Mann! Oh shit! Und weiter! Komm schon, Conker, durchhalten! Wir schaffen das! Wir müssen weiter. Wir schaffen das, Conker, zusammen. Komm schon. Au. Au. Und weiter. Komm schon, Conker. Durchhalten. Wir schaffen das. Ah, fuck. Okay. Wohin, 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 wohin? Aua. Weg hier, Mann! Hey! Where's the rest of us? This is it. I think, yeah, I'm the only one. Not enough. Not enough. What's going on here? Teddies everywhere. This is the last assault. It's not looking good. Teddies? I hate these guys. Get your head down! This is crazy! Yeah! We've been locked down here for the last 10 hours! Where are the holes up there? Machine gun nests! Gotta clear them out, boy! What was that you say? Yeah. I gotta...
gotta do it. But I'm not equipped properly. Yep. I think you should press B now. Was ein heroischer Moment, Leute. Und jetzt passt mal auf, was aus Conker jetzt wird, Leute. Aus einem ängstlichen Eichhörnchen. Jetzt passt mal auf, Leute. I guess we should press B. Und das machen wir jetzt. Okay, Soldier. Move it out. Oh yes, Leute. Mit einer fetten Zigarre in der Fresse, guckt ihn euch an, der Conker. Oh mein Gott, geil. Ja, wir sind nicht freiwillig in den Krieg gezogen, aber das haben die wenigsten, glaube ich. Also so richtig freiwillig. Natürlich können wir auch hier die Waffen einfach wegstecken. Aber wir werden die Waffen gebrauchen können. So, weg mit dem scheiß Schloss hier. Bam! Und natürlich werdet ihr auch wissen, auf welche Szene diese Szene hier spielt. Und zwar der Soldat James Ryan oder im Original Private James Ryan. Oder halt die Landung der Normandie. Auf die Normandie von den Amerikanern, den Briten und so weiter. Und ja. Ach, die bösen Teddys. Warum auch immer wir gegen die kämpfen. Oder die gegen uns kämpfen. Oh shit. We aren't alone here. Conker. Aber wir haben eine Zigarre in der Fresse, das wird schon werden. Na, dann kommt her, ihr Wichser. Warum zieh ich denn nicht vernünftig? Ich wollte es gerade sagen, ey. Oh, weg mit dir! Aua! Arschloch! Was müssen wir den noch wegmachen? Da oben? Oh, weg mit dir! Boah, Gott sei Dank. Ich würde mir gerne hier die Waffe snacken, obwohl es bei Uzi ist auch nicht so scheiße, ne? Okay. Wie ihr euch denken könnt, diese Dinger sollten wir vielleicht nicht berühren. Und Conker hat hier einen neuen Move drauf, und zwar kann er jetzt ultra schmal krabbeln. Das heißt, wir können uns entweder aussuchen, hier oben drüber zu gehen, was ein bisschen schwierig ist, weil er höher springt, als er soll. Oder wir krabbeln unten durch, was in dem Fall, glaube ich, die bessere Alternative ist. Und in der jeder Ecke kann ein Gegner lauern. Deswegen erstmal nachladen, warte. Erstmal nachladen. Weil mit Waffen können wir auch nicht springen. In dem Fall ist das dann die Nachladetaste. Also wird die Sprungtaste zur Nachladetaste. Okay, hier ist niemand. Jetzt auf jeden Fall mal ein Schokoladenstück, was wir uns snacken. Okay, alles clear. Ah! Alles cool, Conker. Alles cool, Conker. Nee, nee, weg mit... Oh! Zwei! Nachladen. Oh, weg mit dir! Oh, warte mal, wir laden erstmal nach. So. Der Sprung ist hier gar nicht so... Scheiße! Aua! Arsch! Oh, weg mit dir. Ich erinnere mich, dass diese Sprünge gar nicht so einfach sind. Warte mal, wenn wir hier so... Bloß so ganz kurz. Ah! Fuck. Ja, diese Minen machen Schaden. Weg mit euch, Mann! Oh, wie viel sind denn das? Ah!
Ganz sachte. Ich glaube, wir gehen hier links lieber lang. Ich glaube, rechts, der Dampf, der macht vielleicht Aua. Weiß ich jetzt nicht. Oh! Klar, jetzt kommt die schon aus den Lüftungsschächten. Nachladen. Weg mit dir. Nee, ich wollte die einfach nicht wegstecken. Ich wollte nachladen. Ja, das war jetzt natürlich bei der zweiten Klappe nicht mehr so überraschend, ne? Erstmal hier Schokolade snacken. Und nachladen. Scheiß Teddys. Verpisst euch, ey. Ist hier hinter auch noch einer? Na komm schon. Na komm schon! Ah, Tatsache! Sau! Okay, Schokolade, Schokolade. Und hier ist offensichtlich ein Aufzug. Alter, was denn jetzt? Konka, vielleicht sollten wir uns beeilen. Tipp, Spoiler, Anspielung Terminator 2. Lustige Fahrstuhlmucke. Das kann nicht mehr schlimmer kommen, sagt er. Und da, kaum hat er das gesagt, fängt die Fahrstuhlmucke an, ey. Ja. Und ich glaube, Leute, wie es ab hier weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge erfahren, weil es wird jetzt ein größerer Bereich vor uns liegen, ne? Habt ihr ja eh schon geahnt, aber das wird großartig werden, das kann ich euch versprechen und das wird auch, das kann ich euch auch versprechen, höllisch schwer werden, ne? Moment, wenn wir mal kurz die Kamera drehen, ich würde gerne Conker. Na gut, die Kamera will nicht, dann müssen wir das leider... Warte mal, können wir das nicht irgendwie so handeln, dass ich Conker mit Waffen von vorne sehen kann? Das wäre schon ziemlich cool, muss ich sagen. Moment, vielleicht können wir das irgendwie so handeln. So. Na, schaltet die Kamera automatisch nach hinten. Na gut, dann müssen wir so mitleben. Und dann hoffe ich, ihr seid gespannt darauf, wie es hier im Krieg gegen die Teddys weitergeht. Und nur um eure Frage zu beantworten, die ihr euch vielleicht wahrscheinlich stellen würdet, könntet. So viel dazu, ne? Vielleicht habt ihr euch diese Frage gestellt. Schießt doch einfach die Minen kaputt. Nein, ist nicht. In dem Sinne, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr freut euch darauf zu erfahren, wie es hier weitergeht im Krieg gegen die Teddys. Und ja, ich hoffe, ihr seid gespannt, habe ich glaube ich schon gesagt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst mir doch ein paar Kommentare, wie euch die Szene oder die Stelle, dieser Bereich hier so gefällt bisher. Ist natürlich immer ein bisschen mit schwarzem Humor. Das Spiel ist ja mit schwarzem Humor durchzogen quasi. Und das, da muss man einfach mit einem Augenzwinkern das Ganze betrachten. Und ja, ich finde es halt mega. Und ja, wie findet ihr es so? Schreibt mir das. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge von Conker's Bad Fur Day wieder mit dabei seid. Ich bin Verity. Und ich werde jetzt weiter meine Zigarre rauchen. Bis dann. Bye, bye. Und tschüss.